Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum letzten Gruppenspiel in der Gruppe A der FIFA 365 WM 2017. Barcelona gegen Leicester ist es jetzt hier nochmal. Und wenn Leicester hier nicht gewinnt, sind sie raus. Ein Unentschieden reicht nicht aus, da Bayern auch 4 Punkte hat, aber eine bessere Tordifferenz als Leicester. Das heißt, wenn Leicester gewinnt, ist Leicester weiter in der FIFA 365 WM 2017. Verlieren sie oder spielen unentschieden, ist Barcelona natürlich weiter und der FC Bayern München. Aber die Tabelle seht ihr natürlich am Ende nochmal. Und ich reiße hier das erste Tütchen auf. Die erste Halbzeit startet mit den amerikanischen Frauen. Okay. Dann Rodrigo Mora, Fiore, Balanta und Lionel Messi. Wer auch sonst hat hier noch gar nicht zugeschlagen in der FIFA 365 WM, sondern nur Neymar bis dato. Und jetzt ist es Lionel Messi, der hier Barcelona in Führung bringt. Nach 20 Minuten Lionel Messi in der 20. Minute mit dem 1:0. Seht ihr auch da oben, dass Messi getroffen hat, also Barca führt. Und jetzt wird es eine richtig schwierige Aufgabe für Leicester und das ist das 2:0 und das ist wieder Lionel Messi. Lionel Messi hier mit einem Doppelpack gegen Leicester und das war's, glaube ich, für Leicester. Jeromel, Boca Negra, Javi Pastore und Robin van Persie. 2:0 zur Halbzeitpause. Somit, wenn es so bleiben sollte, hat Barca natürlich wie Real Madrid. Real Madrid hat ja gestern schon den dritten Sieg eingefahren, kam gestern um 19 Uhr das Spiel. Hat jetzt Barcelona dann auch 9 Punkte via Real Madrid, also die beiden spanischen Clubs rasieren hier alles in der FIFA 365 WM 2017. 2:0, Doppelpack Messi, zweite Halbzeit startet. Aber was ich sagen wollte, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, dass Leicester dann hier raus ist, wenn sie verlieren. Und natürlich der FC Bayern München mit dem zweiten Platz nicht die beste Leistung gezeigt, aber immerhin weiter. Und dann müssten sie gegen Real Madrid ran im Halbfinale. Weil der Erste muss natürlich gegen den Zweiten und der Zweite gegen den Ersten im Halbfinale der FIFA 365 WM 2017. Elgazi, Mucilovic und Carballo von Club Nacional de Football. Das heißt, Endstand auch 2:0. Und dieser Sticker hat natürlich nicht doppelt gezählt, weil hier zwei Fußballer drauf sind. Wäre nur Messi drauf gewesen, wäre es ein doppeltes Tor. Aber somit steht es auch 2:0 für Barcelona, zweimal Messi. Das war es hier mit dem Spiel Barcelona gegen Leicester City. Nachher gibt es natürlich noch das letzte Gruppenspiel in der Gruppe B. Ich schaue kurz auf meinen schlauen Zettel. Dortmund gegen Juventus Turin. Dortmund kann da auf jeden Fall noch weiterkommen, wenn sie gewinnen. Leute, das war's. Ihr seht jetzt die Tabelle. Also haut rein und tschüssi.